Begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier bei unserer Ringvorlesung. Bei uns geht es wieder um Kulturen der Humanität heute Abend zum Thema hebräischer Humanismus bei Martin Buber. Ich freue mich ganz außerordentlich auf einen grundlegenden Vortrag und eine Einführung in das Denken Martins Buber mit Professor Dr. Hans-Joachim Werner, der Philosoph ist, der Gründungs- und Ehrenvorsitzender der Martin-Buber-Gesellschaft ist. Herr Professor Werner studierte Philosophie, Pädagogik und Germanistik in Köln und Freiburg, hat promoviert in Philosophie 1967, 1972 habilitiert in Freiburg, war dann wissenschaftlicher Assistent an der Universität Freiburg und ab 1972 Dozent und Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und dort auch dann Rektor 1978 bis 1982. Und 2000 erfolgte dann die Gründung der Martin-Buber-Gesellschaft, die ja zu den Schwerpunkten gehört, die Martin-Buber-Forschung, auch die Dialogphilosophie, praktische Philosophie und Ethik, Philosophie des Mittelalters. Also ein ausgewiesener Kenner der Materie heute Abend. Und es ist eine Ehre, Herr Professor Werner, dass Sie hier sind. Ich hatte, als wir den Erstkontakt hatten, auch gleich gesagt, eigentlich steckt in den Gedanken Bubers, in der Tradition Bubers, so viel, was uns weltethisch interessiert, dass es überfällig ist, dass wir ins Gespräch kommen. Und ich freue mich, dass wir uns heute Abend auf diese Weise begegnen. Ich sage das in Anführungsstrichen, denn natürlich ist die digitale Begegnung nur die zweitbeste heutzutage. Wir würden uns gerne natürlich direkt treffen und ich hoffe, ein direktes Treffen, eine direkte Begegnung steht uns auch in Zukunft bevor. Aber für heute Abend entführen Sie uns nochmal in das Werk Martin Bubers, der von einem gläubigen, einem biblischen, einem hebräischen Humanismus gesprochen hat, in dessen Zentrum steht der Mensch als Wesen, das in Beziehung zu Mitwelt und Umwelt tritt und diese Beziehung in dialogischer Begegnung erfährt, auch lässt sich im Gespräch. Und es sagt uns viel eigentlich auch über Demokratie, denke ich, wie Buber sich das vorstellt. Übrigens auch, wie Theodor Heuss sich das vorstellt, Demokratie als Lebensform. Ja, er sagt, in der Demokratie begegnen wir Menschen, nicht Feinden. Und ich glaube, diese Erinnerung daran, dass der Demokratie diese ganz ursprüngliche Kraft der Begegnung, der menschlichen Begegnung auch innewohnt und dass das Versprechen sozusagen auf diese öffentliche Begegnung der Menschen miteinander eine Demokratie zu bauen, die ist doch auch, meine ich, immer noch Quelle von Inspiration und auch Quelle vielleicht von Besinnung auf das, was unsere Demokratie ausmacht. Buber hat seinen Humanismus abgegrenzt dann von anderen Philosophien, von Hegel und Heidegger, aber vor allem ist es ein Humanismus tätiger Mitmenschlichkeit, der sich an die Menschen wendet im Alltag, aber auch in der Krise sozusagen des Überlebens, da wo, ich sag mal, Menschen nicht immer in Frieden zusammenleben, da stellt sich die Frage und auch im 21. Jahrhundert der Überlebensfähigkeit der Menschheit. Und die hat Hans Küng eben auch gestellt mit seinem Projekt Weltethos, wo er spricht davon, dass wir im 21. Jahrhundert uns der Überlebensfrage stellen müssen als Menschheit. Und Hans Küng sagt, wir können überleben, wenn wir uns auf das Humanum, auf das gemeinsame Menschliche besinnen und er empfiehlt dafür Dialogfähigkeit. Und aus dieser Sicht, das Humanum im Zentrum, die Dialogfähigkeit als Aufgabe, wenden wir uns jetzt dem hebräischen Humanismus Martin Bubers vor. Und ich freue mich, Professor Werner, über Ihren Vortrag. Wir hatten gesagt, knappe halbe Stunde und dann kommen wir nochmal auch ins Gespräch mit den Teilnehmenden. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind und Professor Werner, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Herr Wolf, für die freundliche Begrüßung. Und meine Damen und Herren, ich kann Sie nicht sehen, aber wir können uns trotzdem austauschen. Natürlich ist die Begegnung, von der Buber spricht, bezogen auf die leibliche Begegnung von Menschen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er diese Technik auch nicht ausgeschlagen hätte. Jemand, der täglich Postkarten schreibt, täglich mehrere in alle Himmelsrichtungen, der ist auch froh, wenn ihm das technisch etwas erleichtert wird. Nun, über Martin Buber zu sprechen, ist leicht und schwer zugleich. Leicht, weil er sich zu sehr vielen, sehr verschiedenen Themen und Sachbereichen geäußert hat. Man findet fast immer etwas. Schwer, weil Buber kategorial kaum zuzuordnen ist.
wenn man über ihn spricht, über wen spricht man da eigentlich? In Frankfurt hat er einen Honorarprofessor für Ethik und Religionswissenschaft inne gehabt, später in Jerusalem an der Hebräischen Universität einen Professor für Sozialphilosophie und allgemeine Soziologie, nachdem man ihm zuvor einen Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft angeboten hatte. Schaut man in allgemeinen Nachschlagewerken nach, so findet man beim Stichwort Buber meistens die Einordnung jüdischer Religions- und Dialogphilosophie. Buber hat sich selbst in einer späten Antwort an seine Kritiker als atypischen Menschen bezeichnet. Atypisch in dem Sinne, dass er nach eigener Selbsteinschätzung im Schema der Wissenschaftsdisziplinen überhaupt nicht eindeutig zuzuordnen ist. In seinem umfangreichen Schrifttum sind viele Disziplinen und Themenbereiche präsent. Philosophie, Theologie, Religionswissenschaft, Kulturgeschichte, Judaistik, Bibelwissenschaft, Politik, Soziologie, Pädagogik, nicht zu vergessen die Literatur. Und besonders wichtige Gebiete waren für ihn natürlich der Hasidismus und die hebräische Bibel. Buber war ein Grenzgänger par excellence. Mein vorgegebenes Thema innerhalb dieses Spektrums ist nun Bubers Sicht des hebräischen Humanismus. Man kann dieses Thema, wie fast alle Themen bei Buber, sehr eng und sehr weit fassen. Sehr eng. Explizit hat sich Buber schwerpunktmäßig nur in drei kleineren Schriften mit dem hebräischen Humanismus befasst. Das sind der 1941 verfasste Aufsatz mit eben diesem Titel, Hebräischer Humanismus. Dort verweist er auf ein schon 1913 von ihm für Juden unter dem Titel des Hebräischen Humanismus zusammengestelltes Bildungsprogramm. In einer späten, kurzen Rede zur Verleihung des Erasmuspreises 1963 spricht er noch einmal über das Thema, diesmal unter dem Titel Gläubiger Humanismus und, ich glaube, das habe ich vergessen, 1933 schon erschien eine kleine Schrift von ihm mit dem Titel Biblischer Humanismus. In anderen Schriften über andere Themen taucht der Begriff zuweilen auch auf, ohne aber Schwerpunktthema zu sein. Buber ist übrigens der Auffassung, dass er selbst der Urheber dieser Begriffskombination hebräischer Humanismus sei. Nun haben beide Begriffe, Hebräisch und Humanismus, jeder für sich eine derart weite Extension, dass es mich wundern würde, wenn sie nicht auch schon vor Buber in irgendeinem Text zusammengefunden hätten. Lassen wir das auf sich beruhen. Betrachtet man die Texte genauer, sieht man, dass man über sie hinausdenken muss. Sie verweisen implizit auf ein Menschen- und sogar Weltbild, welches etwa seit 1916 mehr und mehr bis in seine letzten Texte hinein Bubers Denken prägt. Das sind seine Schriften zur Anthropologie, besonders die Schrift Das Problem des Menschen. Das sind natürlich seine Schriften zur Dialogphilosophie. Auch in den Schriften zur Bibel, besonders natürlich in seiner Übertragung der hebräischen Bibel und in den Schriften zum Hasidismus, finden wir eine Vielzahl themenaffiner Motive und Gedankengänger. Ich kann leider nicht auf alle eingehen. Ich will mich im Folgenden vor allem auf Bubers Aufsatz über den hebräischen Humanismus konzentrieren und von da aus einen Zusammenhang mit anderen Themenfeldern, auch mit Bubers dialogischen Denken, aufzeigen. Fließen natürlich dann auch die Gedanken aus den anderen kleinen Schriften über den Humanismus ein. Konkretisieren will ich dann schließlich zum Schluss Bubers humanistisches Denken an zwei exemplarischen Bereichen, die für ihn selbst von großer Bedeutung waren. Es sind seine Gedanken zum jüdisch-arabischen Verhältnis und zum interreligiösen Dialog, also Dialog zwischen Judentum und Christentum. Die Schrift Der hebräische Humanismus wurde im Jahr 1941 in Jerusalem, also in schwierigster Zeit, verfasst. Buber lebte da seit 3 Jahren in Jerusalem, wohin er 1938 von Heppenheim an der Bergstraße emigriert war. Die deutschen Truppen waren 1941 überall auf dem Vormarsch,
auch in Jerusalem konnte man nicht sicher sein. Der Text selbst ist aber in ruhigem Ton verfasst, lässt zwischendurch doch einiges von der Not der Zeit, vor allem für jüdische Menschen, erahnen. Huber zitiert am Ende des Aufsatzes Bismarcks Wort: Man müsse das deutsche Volk nur in den Sattel setzen, reiten werde es dann schon von selbst. Huber kommentiert dies knapp, Zitat: Nun wohl, es reitet, aber in den Abgrund. Der Text hat insgesamt keineswegs den Charakter einer Streitschrift, er ist nicht polemisch. Vielleicht kann man ihn auch als Gegenentwurf zu den düsteren Nahperspektiven der Zeit lesen. Huber nimmt in diesem Text wie auch in anderen Texten die Position eines Mittlers zwischen Okzident und Orient ein. Humanismus ist natürlich ein Begriff mit einer starken europäischen Geschichte. Er verweist auf die griechisch-römische Antike mit ihren philosophischen Entwürfen, der Akzentuierung der Virtus, des Maßes, des Verstehensdranges, dann auf die italienische Renaissance und die europäische Aufklärung, in deren kritischem Gefolge 1808 schließlich der Terminus Humanismus von Friedrich Immanuel Niethammer geprägt wurde. Dieser europäischen Tradition stellt Buber nun den hebräischen Humanismus gegenüber. Der andere kontrastierende, aber auch ergänzende Akzent gesetzt. Schon im Titel seines Aufsatzes weist Buber so versteckt auf die Vermittlung zwischen Orient und Okzident hin. Die europäische, besonders die griechische Philosophie als Quelle des europäischen Humanismus und eben die spezifisch hebräische Form. Beide Formen des Humanismus haben gemeinsame Motive und Elemente. Was für die Zeit 1941, in der Buber diese Gedanken entwickelt, ganz und gar nicht selbstverständlich ist: Sie setzen ein Grundvertrauen in den Menschen voraus. Humanismus, sagt Buber, ist zuallererst, Zitat, ein Glaube an den Menschen. Es ist seine Aufgabe, Zeichen gegen den Untergang des Menschlichen zu setzen. Beide Formen des Humanismus, der europäische und der hebräische, orientieren sich an anfänglichen, ursprünglichen Quellen, die aber gleichzeitig Orientierung für die Gegenwart geben sollen. Der hebräische Humanismus ist das, wie schon gesagt, die griechisch-römische Antike mit philosophischen und literarischen Texten. Für den hebräischen Humanismus ist diese Quelle die hebräische Bibel. Also in etwa das, was in der christlichen Theologie seit der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts als Altes Testament bezeichnet wird. Huber weist noch auf ein anderes Element der Gemeinsamkeit hin, indem er auf den Stellenwert der Sprache im Humanismus verweist. Für den europäischen Humanismus standen die alten Sprachen Griechisch und Latein im Zentrum. So sehr, dass unter einem humanistischen Gymnasium bis heute ein Schulbuch verstanden wird, der die Sprachen Latein und Altgriechisch vermittelt. Sinn der humanistischen Bildung war und ist aber nicht die sprachtechnische Beherrschung der alten Sprachen als Selbstzweck. Sie verfolgt vielmehr das Ziel einer umfassenden Persönlichkeitsbildung, durchaus im Sinne der Renaissance. Wiedergeburt nicht als imitierende Wiederholung des Vergangenen, sondern als erneuerte Formung des Denkens und Lebens. Darum geht es auch im hebräischen Humanismus, so wie Buber ihn sieht. Nun aber bezogen auf die hebräische Sprache, so wie sie uns in der hebräischen Bibel. Auch Buber geht es primär nicht um die Fähigkeit, alte hebräische Texte, hier also die Bibel, zu lesen. Es geht ihm um drei Punkte. Erstens, die Anrede Gottes an den Menschen zu verstehen und aufzunehmen, die in den hebräischen Texten bis heute vernehmbar ist. Zweitens, die jüdische Gemeinschaft als eine durch Sprache verbundene Erinnerungsgemeinschaft zu stärken und drittens um die Möglichkeit, sich sprachlich im wechselseitigen zwischenmenschlichen Austausch zu begegnen. Huber widerspricht in diesem letzten Punkt übrigens Hermann Cohen, der das Hebräische als Sprache des Gebets nicht aber zum wechselseitigen Anreden und Verstehen wiederbeleben wollte. Huber nennt nun in dem Aufsatz über den hebräischen Humanismus vier Elemente, die ihn kennzeichnen.
Bevor ich sie etwas näher schildere, will ich darauf hinweisen, dass Buber abstrakten Begriffen wie Humanismus und überhaupt allen Ismen grundsätzlich noch kritischer gegenübersteht als viele andere Kulturen. Abstrakte, also allgemeine Begriffe, sind zu weit weg von der Wirklichkeit, die immer konkret und individuell ist. Aber will man überhaupt über die Wirklichkeit sprechen, muss man allgemeine Begriffe benutzen. In dem Aufsatz über den hebräischen Humanismus ersetzt er übrigens im Verlauf des Textes den Humanismus durch Humanität, Humanitas. Der Begriff ist immer noch abstrakt, aber vielleicht nicht ganz so weit von der Wirklichkeit entfernt wie Humanismus. Nun also, das erste Element des hebräischen Humanismus ist das Zurückgreifen auf die sprachliche Überlieferung unserer klassischen Antike auf die hebräische Bibel. Das war ein Zitat. Wer sich auf sie, also die hebräische Bibel, wirklich einlässt, wird nichts über Gott erfahren. Alles, was wir über ihn zu wissen glauben, gehört in die Theologie, die aber nicht wirklich etwas über Gott weiß. Das Geheimnis, was und wer Gott ist, bleibt bestehen und muss bestehen. Was wir aber hören, ist die Anrede Gottes, die sich an den Einzelnen wie an die Gemeinschaft richtet. Das Schma Israel deutet Buber als permanente Aufforderung genau hinzuhören. Auch die göttlichen Gebote in den Büchern Exodus und Deuteronomium, die Buber in seiner Bibelübersetzung dem hebräischen Text entsprechend in direkt imperativischer Form wiedergibt, sind unmittelbar an den Menschen gerichtet. Tu das, lass das. Natürlich sind die biblischen Texte von Menschen verfasst, aber sie verweisen für Buber auf anfängliche Bewegungsereignisse, die in den geschriebenen Texten, wenn man sie vorliest, immer noch hörbar sind. Man erkennt leicht, dass hier ein Ansatz für seine Dialogphilosophie ist. Dialog, das ist für ihn zunächst Anwendung. In seiner sprachphilosophischen Schrift, das Wort, das gesprochen wird, das sich über weite Strecken mit Heidegger auseinandersetzt, also in dieser Schrift aus dem Jahr 1960, weitet Buber diese Gedanken sprachphilosophisch aus und kommt zu dem Resultat, ich zitiere, nie ist Sprache gewesen, eher Ansprache war. Die Anrede Gottes trifft den Menschen in seiner alltäglichen Wirklichkeit nicht nur an sakralen Orten oder in religiös abgehobenen Situationen. Das ist für ihn ein ständig wiederkehrendes Motiv. Das ursprünglich Religiöse trennt die Wirklichkeit nicht ein in sakral und säkular. Man kann von hier aus einen Blick auf Buchers ethischen Ansatz werfen. In ihm geht es natürlich auch um allgemeine Normen. Aber diese sind nur etwas wert, wenn sie sich in direkte Anrede verwandeln. Wenn sie sich jeweils konkretisieren auf ein Du hin, welches sich als angesprochen fühlt. Allgemeine Normen versteht er nicht als abstrakte Gesetze, sondern als Richtungsanzeiger, deren Sinn sich in der konkreten Situation in den angesprochenen Personen zeigt. So teilt er uns in einer kurzen Reflexion über die 10 Gebote mit, er habe nie an dem Gebot gezweifelt, Vater und Mutter zu ehren, aber das Entscheidende sei die Auswirkung durch das Leben, also in konkreten Situationen durch lebendige Personen. Grete Schäder weist in ihrem umfangreichen Buch über den hebräischen Humanismus darauf hin, entwickelt dies näher, dass Buber die Norm eben nicht als allgemeingültig, unterschiedslos anwendbare Maxime im Sinne Kants verstehe, sondern als persönliche Anregung. Das zweite Element des hebräischen Humanismus ist die Aufnahme der Bibel, ich zitiere jetzt Buber, um des normativen Wertes des menschlichen Menschenbildes. Dieses zweite Element folgt unmittelbar aus dem ersten. Normativer Wert bedeutet, dass die Anrede Gottes jeden persönlich fordert. Die Norm, das meint die Forderung. Der Begriff normativer Wert sagt nichts darüber aus, was der Angesprochene wirklich tut oder tun wird, sondern was von ihm gefordert wird. Er kann diese Forderung zurückweisen oder annehmen. Wenn man das verallgemeinert, so stehen wir vor einem Problem, mit dem jede Ethik zu tun hat.
Sie entwirft einen Sollzustand, ohne damit etwas über den Ist-Zustand zu sagen. Das dritte Element nennt Buber die Scheidung zwischen dem zeitlich Bedingten und dem Unbedingten. Dem zeitlich Bedingten und dem Unbedingten oder wie er auch sagt, dem Überzeitlichen. Das bezieht sich auf Bubers Gesamtverständnis der hebräischen Bibel und ist durchaus nicht unproblematisch. Erläutern will ich es an einem von Buber selbst herangezogenen Beispiel. Er bezieht sich damit auf die Bibelstelle 1 Samuel 15, in der Saul erfährt, dass Gott ihm seine Königswürde nehmen würde, weil er entgegen der Weisung Gottes den besiegten Amalekiterfürsten Agag am Leben gelassen habe. Das kommentiert Buber mit den Worten: Nichts kann mich an einen Gott glauben machen, der Saul bestraft, weil er seinen Feind nicht ermordet hat. Genau das ist ein Beispiel für die erforderliche Scheidung von zeitlich Bedingten und Unbedingten. Ein Beispiel dafür, dass wir Texte lesen, die von Menschen verfasst sind, dass sie dementsprechend auch menschlich Bedingtes enthalten, dass die Stimme Gottes zwar durch diese menschlichen Bedingtheiten hindurch vernehmbar ist, aber immer vermischt mit menschlichen Normen der damaligen Zeit. Mit Verhaltensweisen, die damals vielleicht üblich waren, ihre Gültigkeit aber heute verloren haben. Ein Kriterium für die Unterscheidung zwischen zeitlich Bedingtem und Überzeitlichem gibt Buber in diesen Texten explizit allerdings nicht an. Wenn wir doch Kriterien entdecken wollen, müssen wir uns dem vierten Element des hebräischen Humanismus zuwenden. Das ist für Buber das aus den biblischen Texten gewonnene Menschenbild als Maßstab für das gegenwärtige Leben mit seinen anderen besonderen Bedingungen. Fragt man nach den Wertvorstellungen, die dieses Menschenbild prägen und von Buber in seinen Schriften zur Bibel wie auch in säkularen Texten immer wieder genannt werden, so stoßen wir vor allen Dingen auf die Begriffe Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese Begriffe gehören nicht nur zur Bibel, sie gehören seit jeher auch zum Kernbestand der Philosophie bzw. Ethik. Sie sind indessen so allgemein, dass wir hier besonders auf die von Buber verlangte Einteilung oder Auslegung im konkreten Leben angewiesen sind. Dazu will ich noch einmal daran erinnern, dass Buber die Einteilung des Lebens in einen sakralen, der einen Seite in einem säkularen Bereich auf der anderen Seite ablehnt und dass die biblischen Texte für ihn vor allen Dingen schriftliche Zeugnisse eines Dialogs zwischen Mensch und Gott sind. Gottes Wesen bleibt für uns Geheimnis, aber aus dem Dialog zwischen Gott und Mensch, aus dem Dialog überhaupt, können wir doch ein normatives Menschenbild gewinnen. Buber versteht den Menschen als Wesen, welches Dialoge führen kann. Nicht nur innerhalb abgegrenzter Bezirke, sondern grundsätzlich immer und überall. Mit Gott, im zwischenmenschlichen Raum, darüber hinaus mit der Natur und den sogenannten geistigen Wesenheiten, das heißt mit Kunstwerken und sprachlichen Dokumenten. Buber sieht in der Ausrichtung an der hebräischen Bibel besonders den hebräischen Menschen zum Dialog auf. Was meint er, wenn er sagt, der Mensch sei ein dialogfähiges Wesen? Was sind die Elemente des Dialogs? Wir können davon ausgehen, dass für Buber diese Elemente auch den Kern seiner ethischen Grundsätze ausmachen, dass wir also hier gleichzeitig die normativen Aspekte des Menschenrechts vor uns haben, die er als Grundlage für das gegenwärtige Leben ansieht. Ich muss mich hier wieder sehr konzentrieren auf wenige Elemente, die für das Verständnis des hebräischen Humanismus, wie ich meine, von besonderer Bedeutung sind. Als dialogische Grundbewegung bezeichnet Buber die leiblich-seelisch-geistige Hinwendung zum anderen. Das sich einlassen auf den Partner, die Partnerin, sie dabei anschauen und damit einhergehend eine personale Bestätigung, grundsätzliche Annahme des anderen. Das bedeutet, dass das Ich, welches sich dem anderen zuwendet, als ganze Person präsent ist, aktiv und passiv. Das wendet er auf ganz säkulare Situationen an. Etwa der Lehrer sagt, der vor der Klasse steht, ja, der muss seinen
Methodenrepertoire natürlich beherrschen, aber besonders wichtig ist, dass er als ganzer präsenter Mensch da steht. Aktive Hinwenden bedeutet also die volle Konzentration auf die andere Person, auf die Gegenwart, so wie sie sich in der Gegenwart eben darbietet. Sie bedeutet auch Öffnung im Sinne einer Bereitschaft, die Person des Partners zu bestätigen, sich von ihm, von ihr berühren, sich angehen zu lassen. Das ist für ihn ein reziprokes Verhältnis. So wie ich mich zum anderen hinwende, wendet er oder sie sich mir zu. Wenn diese Reziprozität sich nicht einstellt, kommt ein Dialog, ein echtes Gespräch, wie wir das nennen, zum Erliegen oder gar nicht erst zustande. Viele Elemente des echten Gesprächs finden wir heute in Entwürfen zur Kommunikationspsychologie wieder. So etwa das, was Buber Umfassung nennt. Damit meint er eine gemeinsam erfahrene Situation aus der eigenen und gleichzeitig aus der Perspektive des anderen zu sehen. Also in der eigenen Geschichte wie des anderen mitzudenken. So etwa solle sich eine Erzieherin auch fragen, wie das ist, wenn man erzogen wird. Das Beispiel stammt von Buber selbst, wobei allerdings die von ihm selbst betonte Reziprozität in diesem Beispiel fehlt, wie er selbst zugibt. Denn es ist klar, dass die Erzieherin von den Kindern nicht erwarten kann, dass sie auch fragen, wie das ist, wenn man erziehen soll. Oder ein anderes dialogisches Element des Dialogs, die Realfantasie. Realfantasie, das heißt von den realen Zeichen ausgehen, die ich wahrnehme, zu dem gelangen, was sich dahinter verbirgt und nicht an die Oberfläche der Kommunikation kommen. Dazu gehört auch die Wahrnehmung des Potenzials einer Person oder einer Situation. Es ist nur nicht so, als sei ein dialogisches Verhältnis prinzipiell eines der Harmonie, der konfliktlosen und friedlich-freundlichen Übereinstimmung. Zu den am häufigsten zitierten Aussagen Bubers gehört der Satz, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Man übersieht dabei leicht, dass zu der Begegnung ein Gegenüber, ein Gegenüber. Der Konflikt fällt durchaus nicht aus der dialogischen Beziehung heraus, solange er sich im Rahmen einer grundsätzlichen personalen Bestätigung vollzieht. Wieder bezogen auf die Klasse, sagt Buber, der Schüler will bestätigt sein, bevor er bewertet wird. Also, in der Begegnung steckt eben das Gegen drin. Diese Gegnerschaft kann sich artikulieren als verbale Auseinandersetzung, etwa bei der Durchsetzung verschiedener Interessen. Immer aber zeigt sich eine gewisse Widerständigkeit in der Anerkennung der Andersheit des anderen. Dialog erfordert vor allem Respekt vor dieser Andersheit, die sich nicht nur auf Meinungen und Interessen bezieht, sondern letztlich auf die Person selbst. Die Andersheit, Buber sagt übrigens lieber Anderheit, dazu gehört eine gewisse Distanz. Man müsse, so Buber in einem Gespräch mit Jugendlichen, einen Schritt zurücktreten können, um die Andersheit des anderen überhaupt wahrzunehmen. Nur dann kann ich sie respektieren. Sind gegensätzliche Interessen im Spiel, so ist es unerlässlich, diese offen auszusprechen. Auf der Basis dieser wechselseitigen Offenheit lässt sich dann nicht immer, aber doch oft eine Lösung erzielen. Die allerdings voraussetzt, dass die Partner auch die Interessen des jeweils anderen als grundsätzlich berechtigt anerkannt haben. Dahinter steckt letztlich ein Begriff, der am besten als Respekt vor der Wirklichkeit selbst bezeichnet wird. Die Wirklichkeit selbst setzt sich jedem Versuch einer kognitiven oder auch empathischen Vereinnahmung entgegen. Sie setzt Widerstand. Weil unsere Erkenntnis mit allgemeinen Begriffen und Prinzipien operiert, dass mir wirklich Begegnende, also eben die ganze Wirklichkeit, immer individuell einzigartig ist. Man kann auch sagen, dass die Wirklichkeit immer ein Geheimnis bleibt, dass sie immer anders ist. Besonders der Aufsatz über gläubigen Humanismus legt diese Rolle der Andersheit im zwischenmenschlichen Verhältnis hervor. Der Mensch mit seiner objektivierenden Erkenntnis kann nie ins Innere der Dinge
und besonders der Dom gelangen. Und in der Begegnung selbst sind zwar die Begegnenden auf die jeweils andere Person in ihrer Besonderheit konzentriert, ohne sie aber völlig ergründen zu können. Die Person bleibt letztlich ein zu respektierendes Geheimnis. Wahrheit und Gerechtigkeit sind, wie schon bemerkt, die Werte, die Buber in seiner Deutung der hebräischen Bibel immer wieder nimmt. Die konkretisieren sich im dialogischen Verhältnis zur Authentizität sich selbst und dem anderen gegenüber, zum Respekt, zur Offenheit gegenüber dem anderen, zum Bemühen, die eigene Lebenswirklichkeit und die des anderen zu verstehen und konkret zu verwirklichen. Dazu gehört vor allem die grundsätzliche Beschränkung von Machtansprüchen über die Wirklichkeit. Das war übrigens der Grund seiner Skepsis gegenüber der Politik. Sie sagt, die Macht zur Macht übernehmen, sie will immer noch mehr Macht haben und nimmt also diese Beschränkung leicht nicht an. Diese dialogische Haltung kann sich, wie Buber sehr wohl weiß, vom biblisch-religiösen Ursprung ablösen und nur noch in säkularisierter Form ins Bewusstsein fallen. Dann allerdings, sagt uns Buber, wird es problematisch, diese Werte noch als unbedingt zu verstehen. Das skizzierte Menschenbild gilt auch für die beiden Themenfelder, von denen Buber sich fast sein ganzes Erwachsenenleben hindurch angesprochen sah. Das Verhältnis zwischen Juden und den in Palästina lebenden Arabern und das Verhältnis zwischen den Religionen. Ich bin nämlich zunächst dem jüdisch-arabischen Verhältnis zu. An der grundsätzlichen Berechtigung einer jüdischen Besiedlung Palästinas zweifelt Buber nicht. Er begründet diese grundsätzliche Haltung weniger politisch oder juristisch, was ja durch die Berufung auf die Belfort-Deklaration und den UN-Beschluss von 1947 zur Gründung des Staates Israel möglich gewesen wäre. Nein, er begründet seine Haltung religiös, indem er auf die biblische Verheißung des Landes verweist, die Buber als göttlichen Auftrag. Immer wieder verweist er in diesem Zusammenhang auch auf die Auserwählung Israels. Aber immer wieder fügt er auch hinzu, dass Israel dies nicht nationalegoistisch betreiben dürfe. Vielmehr müsse Israel durch Orientierung an diesen biblischen Werten, Wahrheit und Gerechtigkeit sich zu einer Mustergemeinschaft, wirklich zum Segen für die Menschheit entwickeln. Das könne nur dann gelingen, wenn die jüdische Seite eine enge Zusammenarbeit mit der ansässigen arabischen Bevölkerung anstrebe. In diesem Zusammenhang übt er immer wieder Kritik daran, dass die jüdische Seite zu selten die Fantasie aufbringe, sich die Seele des anderen, des Fremden, nach der Wirklichkeit der eigenen vorzustellen. Auf dem 12. Zionistenkongress 1921 in Karlsbad trat Buber für die Hittachdut ein, eine jüdische Organisation, die die enge Kooperation mit der in Palästina ansässigen Bevölkerung forderte. Buber arbeitete eine Resolution aus, die die Entschlossenheit des jüdischen Volkes artikulierte, in die alte Heimat zurückzukehren. Gleichzeitig verwies er auf die Erfahrungen, die dieses Volk immer, also das jüdische Volk, immer wieder als vergewaltigte Minderheit gemacht habe, und wir es nun als Verpflichtung betrachten, nicht seinerseits ein anderes Volk zu verdrängen und zu beherrschen. Wörtlich heißt es weiter, zitiere, in einem gerechten Bund mit dem arabischen Volke wollen wir die gemeinsame Wohnstätte zu einem wirtschaftlich und kulturell blühenden Gemeinwesen machen, dessen Ausbau jedem seiner nationalen Elemente eine ungestörte autonome Entwicklung. An den dialogethischen Elementen dieser Position hat Buber auch nach seiner Übersiedlung nach Jerusalem nichts geändert. Seine politische Einschätzung änderte sich allerdings mit der politischen Entwicklung. Vor der Gründung des Staates Israel befürwortete er nach dem Prinzip ein Land, zwei Völker, einen gemeinsamen Staat für Juden und palästinensische Araber, wobei beide Seiten völlig gleichberechtigt miteinander hätten leben und wirken sollen. Eine Teilung des Landes in zwei Staaten lehnte er ab. Nach der Gründung Israels erkannte er den neuen Staat als den seinigen ausdrücklich an, hoffte aber auf ein Zusammenfinden und Zusammenwirken beider Völker im Rahmen einer politischen Konföderation. Das klingt in der aktuellen Situation nicht sehr wirklichkeitsnah.
aber Buber setzt hartnäckig auf das echte Gespräch. 1953 sagte er in seiner Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche, Zitat, der Krieg hat von jeher einen Widerpart, der fast nie als solcher hervortritt, aber in der Stille sein Werk tut. Die Sprache, die erfüllte Sprache, die Sprache des echten Gesprächs, in der Menschen einander verstehen und sich miteinander verständigen. Mit einem Blick auf das andere Themenfeld, welches Buber fast sein Leben lang begleitet hat, will ich meine Überlegungen abschließen. Das Verhältnis zwischen den Religionen am Beispiel der Beziehung von Judentum und Christentum. Buhrs Perspektive darauf war in seiner ersten Periode, also vor seiner Hinwendung zur Dialogik, die mit dem Erscheinen seiner Schrift Ich und Du ihren literarischen Niederschlag fand. Also in seiner ersten Periode war Buber dem jüdisch-christlichen Dialog gegenüber skeptisch eingestellt, zuweilen fast ausschließend. Aber mit der Entwicklung der Ich-Du-Philosophie ändert sich das. Die Spannung zwischen den beiden Religionen verschwindet auch dann nicht, sie kann nicht verschwinden, bei einem Dialogverhältnis bleibt immer eine Spannung bestehen. In verschiedenen Religionsgesprächen tritt uns beides entgegen, Gemeinsamkeit und Verschiedenheit. So etwa in einem Gespräch zwischen Martin Buber und dem evangelischen Theologen Karl Ludwig Schmidt am 14. Januar 1933 im jüdischen Lehrhaus in Stuttgart, kurz vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Was Christentum und Judentum voneinander unterscheidet, formuliert er dann später prägnant so. Zitat, ich glaube, dass wir Jesus nie als gekommenen Messias anerkennen werden, weil dies dem innersten Sinn unserer messianischen Leidenschaft widersprechen würde. Mit der Erfahrung der später einsetzenden Shoah wird sich die Überzeugung von der Unerlöstheit der Welt für ihn persönlich als unabweisbar festigen. Jesus aber, in seiner Schrift Zwei Glaubensweisen sagt, hat er von jeher als seinen großen Bruder empfunden. Christentum und Judentum unterscheiden sich, wie Buber in dieser Schrift Zwei Glaubensweisen entwickelt, grundsätzlich durch die Form des Glaubens. Im Sinne von etwas Glauben auf der einen Seite, griechisch pistis, das Glauben etwas und an etwas, und emuna auf der anderen Seite, den Glauben im Sinne von jemandem Glauben, jemandem Vertrauen. Jemandem glauben. Das Erste sei nicht exklusiv, aber schwerpunktmäßig die Form des christlichen Glaubens, während die zweite Form wird im jüdischen Glauben. Diese Unterschiede sollen nicht verdecken, dass es gemeinsame Perspektiven gibt, dass das normative Menschenbild der Bibel beide Religionen vor gemeinsame Herausforderungen stellt. Und dass auf der Basis der Einsicht, dass Gottesliebe und Menschenliebe untrennbar miteinander verknüpft sind, dass es ohne Menschenliebe auch keine Gottesliebe geben kann, dass mithin die Gottesliebe Menschen nicht auseinander, sondern zusammenführen soll. Zitat, eine wahrhaft christlich-jüdische Zusammenarbeit muss darauf gerichtet sein, in hier und jetzt dieses Werk zu beginnen. Am Ende seines Gesprächs mit Karl Ludwig Schmidt stellt Buber grundsätzlich fest, die Gottestore sind offen für alle. Der Christ braucht nicht durchs Judentum, der Jude nicht durchs Christentum zu gehen, um zu Gott zu kommen. Dieser Satz soll vor allem die Notwendigkeit einer wechselseitigen Mission zurückweisen. Weiter führt die Anerkennung des Geheimnisses, welches in jeder Religion gerade da stecke, wo sie anders sei als die eigene. Zitat. Wir können etwas sehr Schweres zu tun versuchen. Wir können das, was der andere gegen unsere Existenz, gegen unser Seinswissen als seine Glaubenswirklichkeit erkennt, als sein Geheimnis anerkennen. Diese Anerkennung ist als Anerkennung einer Wahrheit mehr als ein verständnisloses Hinnehmen. Es ist, wie Buber in seiner Schrift über die Brennpunkte der jüdischen Seele sagt, die gläubige Ehrfurcht vor dem Wahrheitsglauben des anderen. Man nennt das auch das Realverhältnis zur Wahrheit. Das Geheimnis der je anderen Religion anerkennen, etwas Ähnliches ergab sich in der Beziehung zu Gott,
ergibt sich im Grunde in jeder wirklichen Beziehung eines Ichs zu einem anderen. Die Anerkennung des Geheimnisses des je anderen ist für Buber ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Element des hebräischen Humanismus. Die Wege dahin sind, wie Buber gut weiß und immer wieder selbst erfahren hat, oft blockiert. Es kommt oft nicht zu einem wirklichen oder echten Dialog. Es kann nicht immer dazu kommen, denn es gibt, wie Buber wirklich sagt, eine menschhafte Begrenzung, was du sagen könntest. Aber diese Grenze ist nicht fest, sie ist fließend. Ich bin befreundet mit David Silva, einem angesehenen und erfolgreichen Konfliktmediator, der in Tel Aviv lebt und tätig ist. Ich habe ihn gefragt, ob sich die Beziehungen zwischen Juden und Arabern nicht durch eine Konfliktmediation nachhaltig verbessern lassen. Seine Antwort war und ist, dass eine Konfliktmediation nur erfolgreich sein kann, wenn die Konfliktgegner sich nicht die Ohren zuhören, sobald der jeweils andere zu reden beginnt. In einer Art optimistischer Antizipation hat Buber dazu gesagt, noch sind weithin die Ohren taub. Aber mit den Erfahrungen eines jeden Tages wächst die Zahl der Hörenden. Das ist seine Hoffnung, Frage. Vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank für diesen optimistischen Abschluss auch, den Sie uns schenken. Danke für die Einführung, die Sie gemacht haben in die vier Wurzeln des hebräischen oder vier Kennzeichen sagen des hebräischen Humanismus. Und ich will unsere Zuhörenden auch einladen, wie immer natürlich Fragen zu stellen über Fragen und Antworten, sodass wir hier auch ein bisschen ins Dialogische reinkommen können. Ich muss das heute Abend ohne meinen lieben Kollegen Bernd Villhauer tun, der sich familiär heute Abend entschuldigen lässt. Und ich sehe auch schon die erste Frage von Jonathan hier. Bevor ich zu der komme, eine Rückfrage von mir an Sie, Professor Werner. Mich würde noch mal interessieren, aus welchen Quellen des Judentums Buber eigentlich seinen humanistischen Angang sozusagen schöpft. Ist es die Torah, also der erste Teil des Tanach, also die fünf Bücher Mose? Sind es die Propheten, wenn ich an Abraham Joshua Heschel denke, der in vielen Dingen vielleicht auch verwandt war mit Bubers Denken, der schöpft ja vor allem von den Propheten, das Prophetische. Oder sind es die aus den Schriften, die Ketuvim, die Psalmen, aber auch, ich sag mal, Hiob, Ruth, Esther, diese Geschichten. Wo schöpft Buber, sind es vielleicht gar nicht die drei, sondern sind es die vierten, sind es die chassidischen Traditionen, aus denen er schöpft? Ja, das ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Natürlich hat Buber aus all diesen Quellen, die Sie genannt haben, geschöpft. Als Sie anfingen mit der Aufzählung, dachte ich, naja, das ist eindeutig die Tora, auf die er sich vor allem stützt. Dann aber kommen die prophetischen Bücher und die sind natürlich da genauso relevant und die Psalmen ebenso. Buber hat ja auch ein Buch mit dem Titel Der Glaube der Propheten geschildert. Da sind diese Quellen ganz deutlich zu sehen. Und man muss wohl auch hinzufügen, das hat man ihm ja auch gegenüber dem Rassismus gegenüber immer eingewendet, du, lieber Martin Buber, selektierst. Du suchst dir das heraus, was in deine Konzeption des Dialogs passt und das andere lässt du vornehm weg. Buber hat das irgendwo sogar zugegeben und hat gesagt, dass ich verfahre selektiv, ich muss selektiv verfahren, das muss jeder, der sich mit diesen Dingen befasst, aber wahr ist das trotzdem. Also, wenn Sie nach den Quellen fragen, es ist vor allen Dingen die Tora, es sind die prophetischen Bücher und die Psalmen, die Sie auch genannt haben. Genau, weil er hat ja auch dieses wunderbare Buch Der Weg des Menschen geschrieben und da sind es hauptsächlich dann die chassidischen Rabbiner, oder chassidischen Traditionen, auf die er sich bezieht, ja. Ja, natürlich. Ja. Also klar, der Chassidismus, ich habe den auch so benutzt, der ist ja vielleicht nicht so ganz üblich, die Chassidim, die Frommen, also das ist eine Richtung des osteuropäischen Judentums, eine mystische Strömung, die Buber dann auch aufgegriffen hat. Ja, man kann sagen, er hat diese chassidischen Erzählungen ja förmlich nachgedichtet. Er hat sich auch zum Problem der Übersetzung überhaupt geäußert und sagt, jede Übersetzung ist eigentlich eine Nachdichtung.
Aber natürlich hat er auch da selektiert. Das hat ihm sein Begleiter, vielleicht auch Freund und oft auch Gegner, Gershom Scholem, ja vorgeworfen, dass er den Hasidismus nur selektiv aufgenommen habe. Trotzdem wäre eine Illustration dieser Dialogkonzeption finden will und eine Veranschaulichung seines Religionsverhältnisses, dem kann ich nur auf die Erzählungen der Hasidim verweisen. Das sind wirklich sehr vielsagende und sehr tiefsinnige Erzählungen. Nicht alle, aber doch sehr viele. Mir liegen jetzt zwei, drei weitere Nachfragen auf der Zunge, aber ich gehe mal an. Wir haben mittlerweile zwei Fragen. Die erste ist von, oder vielleicht passt die ganz gut, ich gehe in den Chat gar nicht zu Jonathan Keir, zu dem komme ich gleich, sondern eine Frage hier im Chat ist, sehr geehrter Herr Professor Werner, Sie sprachen die Anerkennung des gegenseitigen religiösen Geheimnisses an. Was ist unter dem Geheimnis aus Sicht von Buber zu verstehen? Also die Frage, die mir da auch auf der Zunge liegt, vielleicht eine zweite Frage, eine begleitende Frage, eine unterstützende Frage, ist dieses Geheimnis bedeutet ja auch, dass Begegnung vielleicht immer unvollständig bleibt. Ja? Also dass es eine gewisse Tragik des niemals ganz Verstehens gibt. Gehört es dazu oder nicht? Was meint Buber mit dem Geheimnis? Und ist nicht bei allem Optimismus, schwingt bei Buber nicht auch sozusagen eine konservative Einsicht in die Vorläufigkeit, in die Tragik menschlicher Begegnungen? Also, wenn ich mit dem Letzten anfangen soll, natürlich, jede Begegnung ist vorläufig, sie ist momentan, Begegnungen haben Augenblickscharakter, natürlich verlängern sie sich dann schon, aber sie sind vergänglich, sie ziehen vorbei, sind ganz schnell Vergangenheit, wirken dann allerdings schon noch nach. Buber spricht auch von einem unterirdischen Dialog, damit meint er, auch wenn die Begegnung, das konkrete Gespräch, der konkrete Dialog vorbei ist, wirkt diese Dialogform, dieses Dialogische unterirdisch weiter. Ich will jetzt nicht ausholen und seine Philosophie, dass ich nur ich ist, näher erläutern, aber in diese Richtung gehört das eigentlich. Man kann sagen, jede Begegnung ist vorläufig, weil sie auf ein Geheimnis stößt. Jede Person ist ein Geheimnis, lässt sich nicht ergründen. Durch Begriffe sowieso nicht. Begriffe sind immer allgemein. Jede Person ist konkret, individuell. Aber auch in der Begegnung, da lasse ich mich wohl berühren durch den Dachen. Es geschieht etwas zwischen uns, aber nicht so, dass ich ihn in irgendeiner Form umfassen würde oder völlig umfassen würde. Ich habe das den Begriff der Umfassung gewählt. Mit Umfassung meint Buber, dass man sozusagen von der eigenen Seite her sich in den anderen hineinversetzt und so das wahrnimmt, was wir mit ihm tun. Das ist etwas verwickelt, aber man hat vielleicht trotzdem schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber das ist vorläufig und nie endgültig. Was meint Buber mit Geheimnis, wenn er vom Geheimnis der Religion spricht? Fangen wir mal bei dem Christentum an. Er selber schaut ja hinüber ins Christentum und sagt, das werde das Judentum nie anerkennen, dass der Messias in Jesus bereits gekommen sei und natürlich auch nicht, dass Jesus Gottes Sohn gewesen sei. Gleichzeitig sagt er, er habe das immer mit großem Respekt wahrgenommen und hebt hervor, dass dadurch eine besondere Nähe zu Gott hergestellt werde. Das hat ihn imponiert, das hat ihn sehr beeindruckt. Aber ein Geheimnis ist das natürlich. Wir Christen wissen ja auch nicht, wie wir das erklären sollten. Umgekehrt, wenn man fragt, was ist das Geheimnis im Judentum für die Christen, nun, dann ist es vielleicht auch diese Messias-Erwartung, Messias-Vorstellung. Dann ist es die ganze Art, wie Juden leben. Er geht ja immer wieder auf jüdische Geschichte ein und stellt fest, dass die Juden auch in der Diaspora, in der Lut, also es verstanden haben, ihre Form zu bewahren und das jüdische Leben insgesamt in seiner Religiosität ist für ihn, also ist für den Christen, der hineinschaut, das nicht von innen sieht, etwas Geheimnisvolles. Er sagt das auch
innerhalb einer Religion bleibt dieses Geheimnis bestehen, aber es ist eine Innenansicht und die Außenansicht kann da nicht einbringen. Das geht nicht. Also wir hören sozusagen zwei unterschiedliche Geheimnisse, die religiösen Geheimnisse, ich sage mal die schwer erklärbaren sozusagen Rätselhaftigkeiten vielleicht im Inneren von Religionen. Und die zweite Form von Geheimnis sind die, die wir einander als Menschen zugestehen, weil es einen Kern gibt, den wir nicht berühren, nicht begreifen können, der sich uns entzieht, so ähnlich wie Gott sich, der ewige sich, der Nachfrage entzieht, wer bist du im brennenden Dornbusch? Und er sagt, ich bin oder ich werde sein, als der ich mich erweisen werde. Ja. Ist da ein innerer Zusammenhang zwischen diesen beiden Geheimnissen? Also ein inneres Sanktum, eine innere Heiligkeit der Unberührbarkeit? Oder sind es zwei unterschiedliche Vorstellungen von Geheimnissen? Ich glaube, dass es da eine ganz starke Berührung gibt. Ich habe schon gesagt, dass man, wenn man einen Text von Buber liest, eigentlich immer den ganzen Buber mitliest, ohne ihn genau zu kennen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass er diese für uns Christen nicht ungewöhnliche Einteilung der Wirklichkeit in einen sakralen Bereich sonntags und im Übrigen einen säkularen, in übrigen Wochentagen nicht akzeptiert. Das heißt im Umkehrschluss, jede Begegnung auf weltlicher Art enthält dieses Geheimnis. Jede Begegnung lässt sich auch, von dem Ausdruck heilig dafür, und meint wohl dieses Unberührbare, dieses Geheimnisvolle, das, was ich also wirklich nicht ergründen kann. Im Umgang mit Menschen können wir das sogar nachvollziehen, auch dass uns da Grenzen gesetzt sind. Wir dürfen nicht eindringen in den anderen und wir können es natürlich auch gar nicht wirklich. Das alles, was zwischen den beiden ist, das löst nicht die einzelne Person mit ihrer Besonderheit auf. Also das ist ein ständig wiederkehrendes Motiv bei Buber. Und wenn man nach seiner Herkunft fragt, dann glaube ich schon, dass das die Bewegung mit der hebräischen Bibel ist, die dahinter steht. Letztlich das Geheimnis Gottes. Auch in seinen, das will ich vielleicht noch hinzufügen, auch in seinen philosophischen Texten tauchen dauernd religiöse Begriffe auf. Ich und du, seine philosophische Hauptschrift, endet mit dem Begriff der Erlösung. In der chassidischen Botschaft, da spricht er auch über den Begriff der Botschaft, da kommt dann mal der unscheinbare Satz, und gehst du mit den Dingen in Wohlwollen, Treue und Sorgfalt um, so erlösest du sie. Also das ist ein ganz alltäglicher Vorgang, den er aber spirituell, religiös deutet. Genau, okay. Danke Ihnen, wenn wir dieses Geheimnis voraussetzen und die Welt sich uns nicht ganz erschließt und rätselhaft bleibt, dann gibt es natürlich Grund zum Misstrauen, weil wir nicht wissen, wie die Menschen oder wie die Welt uns, was die Welt uns tut, weil wir die Welt nicht verstehen. Und Vertrauen ist dann gerade der Vorschuss sozusagen, die Erwartung, dass die Welt uns aber nicht wehtun wird, ja, dass wir dennoch, sagen wir mal, heil bleiben, integer bleiben vielleicht. Und Sie haben diesen Vertrauensvorschuss ja auch angesprochen, dieses Grundvertrauen, dieses Vertrauen, was man braucht, ein ganz starkes Motiv auch bei Hans Küng, ja, der den Glauben in der Tat zunächst mal als eine Form des Vertrauens versteht. Und da schließt die Frage meines Kollegen Jonathan Kier an, der sagt, Sie haben Bubers Humanismus als nicht nur Beherrschung von alten Sprachen und Wiederholung von alten Ideen, sondern vor allem als Renaissance der menschlichen Kreativität durch Kontakt mit lebenden Traditionen beschrieben. Das setzt ein bestimmtes Grundvertrauen in Menschen, in ihr Grundvertrauen zum Leben und in die Möglichkeiten der freien Charakterbildung voraus, wie wir sie in den Liberal Arts kennen. Und daran schließt jetzt die Frage an, wie würde Buber, und ich glaube, die trifft Sie als jemand mit einem Blick auch auf die pädagogische Traditionen gut, wie würde Buber den aktuellen Stand der Global Humanities in diesem Sinne evaluieren? Findet Charakterbildung in seinem Sinne überhaupt noch statt? Und wenn ja, wo und wie? Vielleicht eine spezifische Zuspitzung, die Frage, aber aus diesem Kontinuum zur Frage hin. Was kommentieren Sie? Naja, also natürlich gilt die menschliche Begrenztheit auch für mich.
ich kann nicht in Buba hineinschauen und weiß natürlich nicht, was er auf Ihre Frage jetzt antworten würde. Aber wichtig ist natürlich, dass einer der Kernbegriffe seiner Dialogik der des Vertrauens ist. Ich kann kein Gespräch, kann nicht das Gespräch führen, wenn ich jemandem misstraue. In einer anderen Schrift, nein, ich glaube, es ist wieder die chassidische Botschaft, da taucht auf der Satz, jeder Konflikt bestehe in einer Diskrepanz zwischen Denken, Sprechen und Tun. Denken, Sprechen und Tun. Da sind wir genau beim Vertrauen. Wenn jemand etwas anderes sagt, als er denkt, dann hat er kein Vertrauen verdient. Und sobald wir das merken oder annehmen müssen, geht auch das Vertrauen verloren. Die selber reden nicht mehr offen. Das Gleiche, wenn jemand etwas anderes verspricht, als er dann tut. Da kommen wir vielleicht ein Stück in die Politik rein, was Buber so misstrauisch da gemacht hat. Und auch da, wenn das dauernd passiert, geht Vertrauen verloren. Und insofern kann ich das nur bestätigen, Vertrauen ist einer der Kernbegriffe der Dialogik. Und deshalb fand ich das auch bemerkenswert, dass er das in dem Aufsatz über hebräischen Humanismus im Jahr 1941, als man ihn auch in Jerusalem Angst hatte, Jerusalem wäre durch die Nazis bombardiert, dass er ausgerechnet da so etwas schreiben kann. Er war, kann man sagen, ein hartnäckiger Optimist in bestimmten Fragen, ich will nicht sagen grundsätzlich, aber auch in der Not der Zeit ging dieses Vertrauen nicht verloren. Dass er die Realität sah, sieht man an der Schrift mit dem bezeichnenden Titel Gottesfinsternis. Und da geht er auch auf das Dialogische ein und sagt, das hat sich zurückgezogen in die Katakomben. Da wird es unterirdisch weiter, aber irgendwann wird es wieder ans Licht kommen. Und ja, oder man fragt, wieso, was hast du für Begründungen dafür? Das ist einfach das Grundvertrauen, das keine Begründung mehr finden kann und wohl auch nicht braucht. Gibt es Nachfrage an Sie als ehemaliger Rektor auf der Pädagogischen Hochschule? Ist dieses Vertrauen in die Möglichkeiten zur Charakterbildung, ist das universitär überhaupt noch oder haben wir dafür überhaupt noch Zeit in das Vertrauen in diese Charakterbildung durch die Begegnung, die menschliche Begegnung, aber auch die Begegnung mit Traditionen der Menschlichkeit? Ja, das ist auch natürlich wieder seine Frage. Er hat ja sich oft zu Fragen der Erziehung geäußert. In der Martin Buber Werkausgabe ist dem ja ein ganzer Band gewidmet, Bildung und Erziehung. Gleichzeitig, das zählt mit zu den Geheimnissen, die er selber auch in sich fragt. Man bot ihm ja an der Universität Jerusalem, der Hebräischen Universität, die er selber mitbegründet hat, einen Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft an. Das hat er abgelehnt mit der Begründung, er verstehe zu wenig davon. Hat aber immer wieder Schriften dazu verfasst. Also auch da gibt es Geheimnisse. Aber nun, die Frage geht ja noch nicht an Buber, sondern an die Möglichkeiten einer an seinen Prinzipien orientierten Erziehung. Ich habe Buber natürlich oft in Seminaren verwendet. Wir haben oft Texte von ihm besprochen. Und ja, man kann sagen, die Entwicklung geht nicht in diese Richtung. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dazu kann er nicht Stellung nehmen, ich kann mir nur vorstellen, wie er dazu gestanden hätte. Ich versuche es wenigstens. Jetzt durch diese Corona-Pandemie ist ja nun der Dialog an vielen Stellen abgebrochen, einfach so. Und schon überlegt man, ob man es denn nicht dabei belassen kann, ob man wirklich sich immer so oft treffen und begegnen muss, wie man das vorher getan hat. Wie das weitergeht, das wissen wir alle nicht genau. Wahrscheinlich wird es doch wieder so ähnlich sein wie vorher. Aber es ist ein kleines Stück in einer Entwicklung, die in diese Richtung geht. Die Dominanz, wie Buber sagt, des Es, wo das Ich und das Du, die Person mit ihren konkreten Fragen, Bedürfnissen, mit ihren Geheimnissen, ihrem eigenen Leben, nur noch am Rande vorkommt. Das sieht er schon, ohne seinen Optimismus zu verlieren. Wenn er begründet ist, dann ist er wahrscheinlich sehr persönlich religiös begründet. Zu seiner Religiosität wäre allerdings auch noch einiges zu sagen. Ich weiß nicht, wenn eine Frage vorliegt, dann sollten wir die auf jeden Fall jetzt vorwegnehmen, sonst gehe ich darauf vielleicht kurz ein. Ja, ich glaube, ich sehe keine weiteren Fragen und wir sind in der Tat sozusagen in meiner letzten oder vorletzten Frage. Und wenn Sie die Religiosität gerne ausführen wollen, sehr gerne. Ja, nur in ein paar Sätzen.
Wenn man Texte Bubers liest, dann merkt man, dass es ein religiöser Denker ist, sehr schnell, auch wenn er über ganz andere Themen spricht. Wie gesagt, in seinem philosophischen Hauptwerk, da wimmert es von religiösen Begriffen. Und auch in dem hebräischen Humanismus, die Orientierung an der Bibel, an dem Dialog zwischen Gott und Mensch, das ist ja für ihn fast ein Leitmotiv. Gleichzeitig muss ich sagen, der Religion stand er skeptisch gegenüber. Er hat das mal sehr überspitzt in einer steilen, wahrscheinlich zu steilen Formulierung so ausgedrückt, nichts könne das Antlitz Gottes so verunstalten wie die Religion. Was er damit gemeint hat, das wissen wir nicht. Man kann wohl annehmen, dass eben diese Institutionalisierung, Formalisierung, auch Erstarrung nicht im Sinne einer ursprünglichen Religiosität liegt. Aber er war ein Denker des Religiösen und hat das im Übrigen auch in seinem Bildungsprogramm, das er schon 1913 entworfen hat, kommt das immer wieder vor. Da sind also ganz klassisch jüdische Themen drin enthalten. Was die Charaktererziehung angeht, ja, also ich gebe mal die Reaktion von Studierenden wieder, die ja sich auch kritisch mit diesen Texten auseinandergesetzt haben. Die sagen, das ist wichtig, dass er das sagt, es ist wichtig, dass das jemand sagt, aber den Optimismus können wir nicht halten. Das haben die meisten so gesehen. Sie haben vorher optimistisch gesprochen und den Optimismus, an dem halte ich mich gerne fest. Zu dem Optimismus gehört, dass wir heute Abend ein Gespräch auch nur begonnen haben und beginnen konnten. Wir machen in etwa immer eine Stunde, nicht zu lang, denn der Abend ist noch jung und geht weiter und unsere Teilnehmenden haben möglicherweise Hunger. Der erste Hunger ist gestillt, das ist der Wissenshunger für heute Abend und ich würde mich freuen, Professor Werner, wenn wir weiter im Gespräch bleiben. Ich melde mich dazu bei Ihnen. Alle anderen empfehle ich, sich das nochmal nachzuschauen, nachzuhören, was wir heute Abend besprochen haben. Es war ein Einblick in Bubers hebräischen Humanismus, in eine Form, er hat auch des biblisch inspirierten Humanismus. Wir werden von so einem biblischen Humanismus noch hören oder biblisch inspirierten Humanismus in der nächsten Veranstaltung. Da geht es dann um den christlichen Humanismus mit Frau Professor Rahner. Und das ist, jetzt habe ich es nicht da, aber es müsste nächsten Montag sein. Sie werden auf alle Fälle auch wieder dazu eingeladen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Bereitschaft und Zeit heute Abend, uns ein kleines bisschen die Türe zu öffnen oder das Fenster zu öffnen, um in einem buberschen Bild zu bleiben, hinauszuschauen mit uns, wo man da und wie man da weiterdenken kann. Ganz herzlichen Dank dafür, Professor Werner. Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse. Man geht ja an so ein Thema heran oder ich habe mich sehr viel und lange immer wieder mit Buber beschäftigt, aber irgendwann dachte ich, jetzt ist es vielleicht mal genug. Aber wenn man dann an so ein Thema herangeht, man steigt wieder ein, man macht es sich zu eigen und gewinnt doch ein ganz eigenes Verhältnis wieder dazu. Ja. Ich habe auch einige Schriften, die ich mir vorgenommen habe, in diesem Zusammenhang, die noch weiterzulesen. Alle, die weiterlesen wollen, ja. Auch dieses Buch hier, Dialog als Prinzip, eine Festschrift für Hans-Joachim Werner, erschienen vor noch gar nicht allzu langer Zeit, von Ursula Frost, Ulrich Gorki, Wolfgang Krone, Johannes Wasmer. Dialog als Prinzip, eine Einführung in Buber und gewidmet aber Ihnen, dem langjährigen Ehrenvorsitzenden und Gründungsvorsitzenden der Martin-Buber-Gesellschaft. Also nachzulesen und viel Stoff, wie Sie sehen, im Weiterdenken. Herzlichen Dank und schönen Abend. Auf Wiedersehen.